Die westlich Ledierten lebten im Osten. Doch alle liebten sie den Bebop und Swing. Aus den westalliierten Sektoren der Stadt. Jam Blues war ganz eindeutig geklaut bei Duke Ellington. Geklaut? Der Stalin? Ach, nee, nicht Stalin. Nee, dieser Schreck war far, far away, weit, weit weg in Moskau. Sag mal, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Doofkopf? Fisch. Na bitte. Damit wäre ja eigentlich für alle astronomisch Halbgebildeten alles restlos geklärt. Und für die übrigen müsste ich ganz weit ausholen. Und wer weiß, ob ich dennoch richtig treffen würde. Wie jetzt? Nun ja, wenn ich dich in meine Arme nehmen würde und ganz fest drücken würde, bis dir die Luft wegbleibt, wäre ja jetzt keinem geholfen. Übrigens, mein Sternzeichen ist auch Fisch. Unter der musikalischen Leitung von Kurt Henkels wurde 1947 das Tanzorchester des Senders Leipzig gegründet. Später bekannt als Rundfunk-Tanzorchester Leipzig, RTL. Zu den Gründungsmitgliedern zählt der Klarinettist Rolf Kühn. Seit der Gründung ist das Orchester zu den etablierten und bekannten Kapellenwettstreiten auch nach Berlin gefahren, um öffentlich aufzutreten und natürlich auch um sich zu etablieren. Zum 15. und 16. Mai 1948 spielte Henkels Orchester Pfingstkonzerte im Ostberliner Friedrichstadtpalast. Diese Spielstätte lag damals noch zwischen BE-Theater und Weidendammbrücke, also etwa 3 Laufminuten entfernt vom heutigen Standort. Im Anschluss an das Konzert unterschrieb Henkels einen Plattenvertrag mit der Amiga. Im Juli entstanden erste Tonaufnahmen in Berlin, im August gefolgt vom Cover des weltbekannten Hitschlagers Der Theodor im Fußballtor. Auf der Rückseite war Rolf Kühns Debüt Rollis Bebop. Im letzten Monat der Luftbrücke, im September 1949, wurde Duke Ellingtons Superhit Sea Jam Blues eingespielt als Jam Blues. Ausnahmsweise war auf der Shellac-Platte nicht der Komponist notiert. Denn der amerikanische Komponist fiel ebenso unter den Kontrolltisch wie der korrekte Titel des Liedes. Jeder, der Schallplatten abspielte, war es gewohnt, die Seiten zu wechseln. Erst die A-Seite, dann die Rückseite. Auch Rolf Kühn wechselte die Seite. 1949 wurde Henkels Orchester aufgelöst und der Leipziger Kühn emigrierte nach West-Berlin zum Rias Tanzorchester. Der war immer gut aufgelegt, der Kühn.